Hallo, liebe Leute, willkommen zurück auf der Hintergeifeck V2. Ich habe gerade ein bisschen vorlaufen lassen von morgens um 8 bis mittags um Viertel vor 1, also auf der Karte. Ne? Jetzt seht ihr oben in der Wettervorhersage, es ist Regen gemeldet. Oh Gott, wisst ihr? Da kennst du ja gerade wieder einmal, ne? Feuerrote Fahrzeuge, sieht man alles mal. Das heißt, ich muss das Zeug hier pressen und wegschaffen, so schnell wie möglich. Sonst verfault uns das Ganze. Also es ist keine Chance, dass das zum Heu trocknet. Ich muss mir was einfallen lassen. Ne? Ich muss gucken, dass ich das Zeug, ja, dass ich irgendwas zu, irgendwie zu Geld komme hier. Und dass ich mir eine, ja, irgendeine Grastrocknung hier platziere. Eine stationäre, whatever. Ne? Weil bis das zu Gras wird oder zu Heu trocknet, ja, ihr seht, da hast du dann wieder den Regen dazwischen. Weil ich denke, was mit der Gras gehen, der nächste Falle. Achtung. Ja, ist weiterhin Gras. Ist zwar trockenes Gras, aber es ist Gras und kein Heu. Bringt nichts. Ich muss das unbedingt. Oh, es wird sogar zur Silage gepresst. Ich freue mich. Nicht. Wobei Silage. Na komm, dann ist es halt eben Silage. Gras brauche ich ja eigentlich keins. Ich brauche ja eigentlich Heu. Ich glaube Silageballe, wenn wir die jetzt pressen, und dann ist es, wenn es regnet, nicht ganz so schlimm. Problem ist, ich habe hier das Ganze gemäht. Neben dem Pferdedings da habe ich noch Schwaden liegen, also ich habe jetzt Arbeit. Ne? Und für alle, die sagen, du bist so hektisch, ja, wen wundert's? Ich muss jetzt echt Gas geben, bevor es anfängt zu schütteln hier. Das ist schlimm. Das ist ein bisschen bewölkt, ne? Nicht so schön. Ich muss das ja wieder einsammeln und ins Lager fahren. Eieiei. Deswegen, in manchen Fällen ist es echt besser, wenn du so ein Multifunktionslager hast, wo du dann das Gras, das ganze Gedönse hier einfach mit dem Ladewagen aufnimmst und kippst ins Lager, da kann es regnen, wie es will. Da ist auf jeden Fall das Zeug. Es wird auch so kommen, so wie ich mich einschätze. Irgendwie, wenn wir das erste Mal irgendwas verkauft haben, was für Geld gemacht haben, am nächsten Tag, also im Herbst, sag ich mal, sind ja auch unsere anderen Felder erntereif, wenn es nicht regnet. Oh Gott, das ist ja alles sowas, ne? Das ist ja das Schlimme. Du bereitest das alles vor und bist, bist froh, dass du jetzt am nächsten Tag ernten kannst, dann kommt der Regen runter, bis du es dann ernten kannst, ist es verfault, wenn du Pech hast. Ganz eklig. Ganz eklig. Was ich probieren kann, um zu Geld zu kommen, ist halt hier die Silageballen mal aufnehmen nachher und zur BGA fahren, ob die das Zeug irgendwie abnehmen und hauptsächlich dann logischerweise zu Geld machen. Alle kannst du machen, was du möchtest, das ist trockenes Gras. Es hätte bestimmt noch einen Tag gebraucht, bis es ruhig wird. Und dann wäre es kaputt geregnet worden. Eieiei. Das äschert mich, ne? Und ihr wisst ja, nichts ist äscher als ein Ascher. Ja. Schade darum. Ne, also Fakt ist, falls wir noch einen Schnitt hinkriegen in dem Jahr, bis dahin muss ich irgendwie ein Heulager mir platzieren. Hilft alles nichts. Das kostet halt alles gut Geld immer, ne? Jedes Mal das gleiche Zinnober hier. Und was noch ist, ne? Ladewagen geht halt definitiv schneller, bis hier die ganze Balle hier immer gerollt und gepresst sind. Das läuft nicht so gut. Aber fürs Wetter kann man nichts, weder im Spiel noch im richtigen Leben. Wäre ja noch schön, wenn man das auch noch ändern könnte. Was ist denn das für eine Antenne hier oben? Ist das extra fürs? Ne, die andere Seite, das kenne ich von Internet-MF, das ist fürs Radio. In der Mitte, das ist der GPS-Sensor, das weiße, aber die andere Zusatzantenne.
Noch GPS, oder? Das ist ja Betriebsfunk, ne? Kannst du auch haben. Das könnte auch sein. Das nächste ist, ja, geht ja gar nicht, ne? Die Silagebahn, die brauchen ja mindestens 24 Stunden, bis es Silage ist. Das heißt, ich muss, kann das frühestens am nächsten Tag oder in sogar in zwei Tagen erst bei der BGA zu Geld machen, also wenn es überhaupt geht. Komm, fahr weiter, Kollege. Wie, was Stress? Ich kenne keinen Stress. Von wegen. So, die restliche Fetze könnten jetzt liegen bleiben, ist mir wurscht. Wir fahren dann direkt zu der Pferdeweide. So. Ja, das ist halt, Seasons, da ist halt in sich, ne? Wenn du da Pech hast und dann verregnest du die Ernte oder das Heu oder sonst was, dann hast du kein Futter für die Tiere, die fehlen dann auch noch. Ja. Das ist der Seasons. Das kann man auch, gehe ich mal stark von aus, kannst du nicht beeinflussen. Ne? Du musst halt gucken, dass in der Zeit, wo es nicht regnen soll, halt alles Mögliche einholst. Problem ist aber nur dabei, ich kann es denn nur zu gewissen Zeiten ernten bzw. einsehen. Bin ja schon mal froh, dass die zwei Weizenfelder funktioniert haben. So, Moment, das ist aber. Das ist mit Curseplay gemacht. Warte, da schicken wir den gerade mal Curseplay technisch da rum. Das ist irgendwo, wo ist denn das? Pferdegedöns steht da was, ne? Diese Pferdeschwaden 8 Meter, das müsste sein. Kann der nämlich selbst die Dinger pressen, da holen wir nämlich schon mal unseren Autoloader. Da ist er. Da versteckt er sich. Das können wir auch gut sehen. Stroh haben wir genug. Silage. Ja, eigentlich auch. Grasballen auf jeden Fall auch. Heuhitsch gebraucht, ne? Zicke, zacke. Du kennst ja, ne? Ich muss gerade mal schauen, ob hier der Maschinensound nicht zu laut ist. Ich gehe mir auf 20. Ihr könnt es ja dann gern mir mitteilen. Ja, es geht ja darum, dass mein Gumgelaber auch zu verstehen ist ab und zu noch. Ab und an sage ich ja mal interessante Sache. Was heißt denn das? Licht? Licht. Licht gibt's nicht. Ja, bitte mitteilen, ne? Wenn Maschinensound zu leise oder zu laut ist. Und genauso mit meiner Sprache. Ob das zu verstehen ist. Nicht vom Dialekt her, sondern von der Lautstärke her, ne? Ganz kurz mal gucken. Ja, wir sind ja schon mal am Acker hier. Im Wachstum. Wer hätte es gedacht? Ja, schön goldgelb fast und immer noch im Wachstum. Da da di da da. So, Schneidwerk dürfte mittlerweile Rost angesetzt haben. So, wie war das jetzt hier mit dem Laden hier? Ist das schon aktiviert? Nein. Ist das U? Nee, Z. Was ist denn das jetzt? U, Z, keine Ahnung. Achso, B. Genau. Sonst war es nichts.
Den nehme ich halt auch mit, ne? Der liegt halt da. Gibt eine bunte Mischung im Lager, es macht aber jetzt echt nichts mehr. Habe keine Zeit. Habe ich schon gesagt, dass wir keine Zeit haben? Ja, ne? Wirklich? Jetzt wollte ich Seasons mal ausnutzen, dass mir Seasons das Gras trocknet, ja. Hundepups, ne? Wird nichts draus. Toll. So, waren es alle schon? Ja. Ja, sieht so aus. 10 sind drauf, also die Hälfte. Dann muss ich aber jetzt nicht extra zurückfahren. Das Tor lasse ich zu, fahren wir aber rum. Dann fahre ich jetzt direkt zur Pferdeweide. Der Hoffnung, dass ich alle drauf krieg. Also die Bäckereien, das ganze Gedöns immer habe ich ja mir von der, sag ich mal, von der Regierung bezahlen lassen. Weil das ja kein Landwirt hat, die ganze Produktionsgebäude. Aber die Heutrocknung, die muss ich dann tatsächlich vom eigenen Verdiensten, vom eigenen Verdienstgeld bezahlen. Weil das ja in meinem Interesse ist. Gemosche. Das dauert nämlich jetzt Ewigkeiten, weil der ja auch die Dinge wickelt. Wobei ich sehe gerade, so lange braucht er gar nicht dazu. Das ist schon mal schön, dass es läuft. Und wenn die Balle ausruhen, nehmen wir gleich weg, sonst bleibt er wieder irgendwo hängen. So, einer oder zwei gehen noch. Also wir kriegen nicht alles drauf gepackt, aber egal. Das warte ich jetzt gerade noch kurz. Ja, Windemanöver ist natürlich so Sache, ne? Kühe und Schafe haben jetzt Wasser gekriegt noch vor der Aufnahme schnell. Die Hühner haben auch soweit alles noch. Die haben nur, müssen wir dann mal sauber machen. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Ah, okay. Nummer 17 und dann, ich glaube, 18 gehen drauf auf den Anhänger. Ja, ich sag's jetzt hier auf der Hinterkaife auch nochmal. Generell wird irgendwann, wann kann ich euch nicht sagen, aber irgendwann werden zwei von den Projekten hier, von den, ich nenne sie immer die kleineren Projekte, Hinterkaifeck, Holzermap oder Geiselsberg. Das sind für mich die kleineren Projekte. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Eins oder zwei von den dreien werden in irgendwelcher Zukunft ja, eingestellt. Weil ich das zeitlich nicht mehr hinkriege. Dann wurde mir gefragt, ob ich nicht ein Projekt machen möchte mit kleineren Traktoren bzw. Oldtimern. Im Prinzip habe ich da absolut auch mal Lust drauf, weil ich stelle immer wieder fest, ja, wenn ich was Neues anfange, dann macht es natürlich Spaß. Oder ich bin halt der Fan von den Riesenmaschinen. Vor allem, man kriegt sie auch ein Stück. Ja. Dann ist natürlich zu überlegen, wenn ich so eine wenn ich zwei von den drei Maps jetzt irgendwann aufgebe, welche von den, oder welche übrig gebliebene dann dafür geeignet wäre, um vielleicht tatsächlich auf die Oldtimer oder kleinen Maschinen umzusteigen. Ja. Momentan, in meinen Augen, wäre es tatsächlich am ehesten die Holzer Map. Jetzt nicht, weil sie mir am besten gefällt von den ganzen Karte, aber auf der Holzer Map hast du sowieso kaum Felder, ja, da haben wir jetzt ein Feld uns selbst angelegt, dass wir wenigstens ein bisschen Stroh haben, ja,
Ansonsten kannst du das fast alles mit kleinen Geräten machen. Da muss man halt immer gucken, dass man halt das Mega-Schneidwerk abgibt und dafür halt ein älteres sich holt. Ne? Da müsst ihr sowieso nachschauen. Ah, jawohl, das ist fertig. Ich müsste dann eh nachschauen, welche Traktoren man da nimmt. Ne? Also ob ich da jetzt einen... Wie heißen denn die Dinge da? Aus der früheren DDR, die Maschine. Ich komme jetzt gar nicht drauf, siehst du. Ich habe da nämlich noch nie mit befasst, dass man die sich dann anlegt. Oder halt ein alter Deutsch, ein alter Film gibt es ja auch. Ja? Da hätte ich kein Problem mit. Hm? Ist halt nur so. Dann dauert halt alles etwas länger, weil anstatt 9 Meter Arbeitsbreite hast du dann nur 3. Wenn du Glück hast, 3 Meter. Ne? Gut, liebe Leute, mein Timer ist am rumzappeln. Das war die Hintergreifeck für heute. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Ich fahre die Ballen jetzt zurück und dann sehen wir uns, ich glaube tatsächlich morgen schon. Egal, ihr werdet es merken, im Sendeplan ist doch die Hintergreifeck noch genau da, wo sie hingehört. Und, Moment. Oh, Moment, haha. Dumm gebabbelt ist gleich, ne? Ich gucke gerade mal in der Kalenderin ganz kurz, bevor wir das Ganze beenden hier. Genau, so war es auch. Die Hintergreifeck am Mittwochmorgen kommt die nächste. Also Geduld bis dahin und geht schneller vorbei als man denkt. Gut, dann gucken wir mal, wie es Wetter wird. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.